Hallöchen, ihr Lieben, und herzlich willkommen zurück zu Traveler's Rest. Ich bin euer Basti, schön, dass du da draußen wieder eingeschaltet hast. So, hier ist einiges fertig, sehr gut. Oder müssen wir mal schauen, wo haben wir den Brotteig drin? Der ist hier mit drin. Okay, der Roséwein, den brauche ich definitiv auch. Und das andere müsste eigentlich hier rein. So, genau, und die Käseplatten sind auch fertig, aber die dürften ja eigentlich nicht reifen, ne? Das ist ja, eine Speise. So, du kriegst mal einen Keks. Dann packt man den Käse gleich hier hin. Ah, kriegt man nicht mal komplett. Okay, dann gib mir erstmal den Roséwein ab, nachdem ich hier ein paar Kerzen hingestellt habe. Die sind nämlich gerade alle ein bisschen abgebrannt hier. So. Und wir brauchen auf jeden Fall wieder Holz, um unsere Hütte zu verbessern. So. Oder habe ich nur 14? Reicht ja nicht mal. Muss ich kleiner Maroséwein ansetzen. Den darf ich dann aber auch nicht reifen lassen, ne? So mit Melone, ne? Okay. Den darf ich hier definitiv nicht in den Keller packen. Da muss ich dran denken. So. Das haben wir alles weg. Da muss ich mal schauen, wo wir hier irgendwas haben, was... Das ist ungereift. Ich brauche 2 Stück. Also kommt das raus, das rein. Das raus. Und das rein. Okay, wie gesagt, den Roséwein. Den hebe ich mir auf. Was hatte ich denn jetzt noch hier? Ach, den Käse, genau. Der muss nämlich noch hier rein. So, wir brauchen auf jeden Fall Blauschimmelkäse. Da werden wir 2-mal Blauschimmelkäse ansetzen. Dann gucken wir mal draußen, was es Neues gibt. Also, Tomaten sind fertig. Sehr gut. Sehr schön, sehr schön, sehr schön. Die nehmen wir natürlich alle mit. Wunderbar. Holz könnten wir wahrscheinlich hier unten auch wieder ein bisschen fällen. Jawohl. Da sollen wir ja nicht alle Bäume fällen. Und ich muss mir auf jeden Fall ein Schwein und eine Kuh kaufen. So, Schwein und Kuh ist auf jeden Fall... ganz wichtig. Da werden wir auf jeden Fall gleich mal hingehen und schauen, ob das alles klappt, nachdem ich das alles eingesammelt habe hier. Ja, Holz, 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 Holz. Den Baum können wir noch mitnehmen hier. Und diese Lollis, tja, die sind nur zum Halloween-Event verfügbar. Das heißt, ich kann damit jetzt nichts machen. Das ist ein bisschen schade. Und eigentlich bräuchte ich auch noch Vogelkekse. Aber heute ist Montag. Ich weiß nicht, ob der Kollege heute wiederkommt. Der kommt, glaube ich, nur mittwochs. Aber ich hoffe ja mal, dass die hier ihren Laden auf hat heute. Damit ich mir eine Kuh und ein Schwein kaufen kann. Gibt's doch nicht. Du hast deinen Laden immer noch nicht auf. Heute ist Montag. Oder ist heute Sonntag? Auch die Erholung ist ein wichtiger Teil der Arbeit. Wenn meine freien Tag genießen, komme ich völlig erholt zurück. Ach, heute ist Sonntag. Okay, das heißt, ist noch nichts mit. Ist noch nichts los hier mit Tiere kaufen. Na gut, ich mache den Laden mal auf.
Und dann lassen wir unsere Tiere frei und ich brauche auf jeden Fall auch eine Spritzer, denke ich mal. Sind die weißen Trauben hier fertig? Müssen wir mal schauen. Die könnten vielleicht sogar fertig sein. Nee, die sind noch nicht fertig. Okay. Gut, dann erstmal Holz und ein paar Steine. Das geht dann zurück. Hier haben wir noch ein paar Nägel. Jawohl, da machen wir gleich nochmal ein paar Nägel. Packen hier ein bisschen Brennholz rein. Ja, Nägel brauche ich definitiv wieder einiges. Und ein bisschen Kohle können wir auf jeden Fall auch mitnehmen. Da können wir auch shoppen. Aber das Halloween-Event ist zu Ende, so wie ich das sehe. Weil, wie gesagt, die Halloween-Süßigkeiten kann ich nicht mehr nutzen. Das heißt, das hat sich auf jeden Fall erledigt. Hier ist noch ein Baum, den lassen wir mal stehen. Dann holen wir mal hier die Milch raus. Da ist noch... Oh, da hätte ich gar nichts reingebraucht. So. Hey, da fehlt mir ja das Tierchen, ne? So, dann machen wir da voll. Dann lasse ich euch raus. So, dann füllen wir gleich hier hinten noch ein bisschen was rein. Da füllen wir auf. Eier können wir nicht mitnehmen. Okay, dann packe ich auf jeden Fall mal die Halloween-Süßigkeiten weg. Wie gesagt, Tomaten haben wir jetzt bekommen. Kneipe ist auch geöffnet. Bis jetzt gab es auch noch keinen Stunk. Das ist sehr gut. Brauchen natürlich noch ein bisschen Geld. So, bei Aufgaben können wir auf jeden Fall mal schauen, was wir da haben. Ja, das reicht noch nicht, aber das dort reicht. Und dann brauche ich noch Apfelwein mit Bitterhopfen und mildes Ale mit weißen Trauben. Okay, das kriegt man hin. So. Aber trotzdem noch mal ganz schnell schauen. Roséwein haben wir, Apfelwein mit Bitterhopfen. Und mildes Ale mit weißen Trauben. Wo haben wir das? Mildes Ale mit weißen Trauben. Sehr gut, dann können wir den Käse hier nach... Moment, erstmal schauen Gemüse. Packen wir die Tomaten mit rein. Milch hat man, glaube ich, hier drin. Jawohl. Käse. Ach, der ist ungereift. Genau, den müssen wir nämlich erstmal... Nee, ich will nicht so viel hier reinpacken. 16 packe ich hier rein. Und der Rest kommt hier rein. Ich habe ja genug zum... Ich habe ja genug zum Reifen. So, jetzt hätte ich noch Steine. So, die Halloween-Süßigkeiten können wir hier reinpacken. Die brauchen wir ja natürlich nicht. 7 Steine habe ich auch noch. Okay. Dann mal ganz schnell schauen. Da ist noch was drin. Da ist nichts mehr drin. Dann packen wir das dort rein. Und hier packen wir das Braunbier rein. Sehr gut. Sieht es mit dem Zimmer aus. Belegt, verfügbar. Alles klar. Wischen wir hier ein bisschen rum. Jetzt hatte ich noch den Roséwein und die Steine. So. Packen wir die gleich mal hier rein. Okay, warte mal. Nicht genug Zutaten. Was fehlt mir da? Fehlt mir Eisen, alles klar. Warte mal, dann machen wir es so. Die Steine hier rein. Das kommt da rein. Ja, Kekse habe ich halt noch, ne? So, Momentchen mal. Packen wir die da rein. Und das so, dann ist das ein bisschen geordnet. Dann kann die restlichen dann dahin. Sieht den Sinn.
Es wäre jetzt ein bisschen Ordnung jetzt dort drin. Könnten wahrscheinlich auch noch ein bisschen Eisen schürfen. Ich hatte ja Gott sei Dank einen kleinen Vorrat angelegt. So. Kupfer nehmen wir auch noch mit. Den Baum lassen wir mal hier. Wir wollen ja, dass ein paar neue Bäume wachsen. So. Ich sollte nicht alle Bäume fällen. Das habe ich in den Tipps gelesen. Wenn man nicht alle Bäume fällt, wachsen auch relativ schnell wieder ein paar neue. So, das haben wir alles, Wie gesagt, den Baum lassen wir stehen. Das nehmen wir auch noch mit hier. Sehr gut. Das läuft ja wie Hanne hier. So, machen wir gleich noch ein bisschen was. Gleich noch ein paar Nägel. Okay, das sind gerade mal 7 Stück gewesen. Die kommen dahin. Kupfer und Eisen. Und hier rein. Ah, 86 habe ich noch. Habe ich noch ausreichend. Jetzt müsste mein Roséwein aber auch fertig sein. Das andere braucht wahrscheinlich noch ein bisschen. Ja, das braucht alles noch ein bisschen. Da müssen wir mal schauen. Guck mal, die Käseplatte kriegen wir wieder weg. Hier ist leer, dann packen wir das rein. Da ist auch leer, dann packen wir das rein. Da ist aber auch fast leer. Okay, den Roséwein haben wir. Dann machen wir gleich noch ein bisschen Porterbier. Sehr gut. Dann geben wir die Aufgabe mit dem Roséwein ab. Ach, meinen Papageien wollte ich erst noch füttern. Vogelkeks gegeben. Herbsttag 20. Ach so, das ist seine Stimmung, die dort ist. Ich kann aber auch nicht so mit ihm quatschen. Ich habe gedacht, er erzählt mir dann ein bisschen was. So. Haben wir das fertig? Kann ich den Roséwein... der ist halt ungereift, ne? Den muss ich halt auch reifen lassen. Ah, ist nicht so schlimm. Okay, dann schauen wir mal. Marmelade haben wir genug. Tomatensauce haben wir. Machen wir die mal. Milch haben wir ja genug. Was fehlt mir hier? Ach, da fehlt mir Feuer. Sehr gut. Da haben wir 44, da haben wir 55. Eingelegt, das haben wir gar nicht so viel. Zwiebeln haben wir genug. So. Das Eingelegte kann ich ja dann auch wegpacken. 5, 4, 4, dann machen wir das. Eingelegtes ging natürlich schnell jetzt. Machen wir gleich nochmal neues Eingelegtes. Wunderbar. So, da haben wir... Oh, da ist auch schon wieder alle. Dieses Lagerbier, ne? Ja. Ah, ich muss unbedingt... Warte mal, die Soße hatte ich hier unten, glaube ich. Ja. Das Eingelegte brauche ich nicht. So, mildes Ale und Apfelwein. Braunbier. Wir müssen auf jeden Fall braun. Das Problem ist halt immer, es kriegt 27 da raus, muss aber halt auch immer 20 hier abgeben. Deswegen bleiben halt immer nur 7 übrig. Das ist so ein bisschen mein Problem. Deswegen müssen wir mal schauen hier. Das ist gelagert, das ist ungereift.
Das haben wir auch. Der ist gereift. Ich habe noch was Ungereiftes. Ja, den hier, ne? Da habe ich noch Wein ungereift. Okay, Wein ungereift habe ich auch noch. Wodka ist gereift. Dann packen wir hier den Wein rein. Okay. Sehr schön. Und ich brauche wahrscheinlich auch noch ein bisschen Käse. Mal gucken, wie viel haben wir denn? Da haben wir ja gar keinen mehr. Und Cheddar haben wir auch nicht mehr. Dann machen wir die mal. Wunderbar. Mal sehen, ob wir das Eingelegte jetzt wegkriegen. Ja, kriegt man noch rein. Okay. So, wer macht hier Stunk? Ich hab's ganz genau gehört. Ich hab's ganz genau gehört, dass hier irgendjemand durchdreht. Wo ist er? Wo ist er? Wo ist er? Ah, der war draußen müssen. Sehr gut. So, Vogelkips. Oh, jetzt kann ich sogar streicheln. Ah ne, das ist die Miet. Du willst kein Vogelkeks mehr? Okay, ich brauche da aber definitiv was. Was Neues, wie sieht's denn hier aus? Belegt, belegt, Bestellung, alles klar. Krieg mal hin, passt schon. Bestellt habe ich ja nichts hier. Wasser können wir holen. Oh, Steine sind fertig, 3 Stück. Also Steine haben wir ausreichend. Ich muss mal schauen, ob ich ein bisschen Mörtel hinbekomme. So, da fehlt mir natürlich wieder Brennstoff. Ja, 35 Nägel ist da in Ordnung. 24 Steine habe ich noch. Nicht genug Zutaten. Was fehlt mir da jetzt? Polierter Stein. Okay. Machen wir gleich mal ein paar. Polierten Stein. Eisenbahn, wie viel habe ich denn da noch? 20, ja, da müsste ich mal vielleicht noch ein paar machen. So. So, dann machen wir vielleicht noch ein bisschen Stroh. Nehmen wir auf jeden Fall alles mit. Hier eigentlich Stroh machen können. Ja. So, was fehlt hier mir? Fehlt mir jetzt Stein. Fehlt mir auch Stein. Zement kann man dort reinpacken. Ich hab noch 10 Steine. Jetzt aber nicht mehr. Okay. Mal 35 Nägel, sehr gut. Heu, wie viel brauche ich da? 30, glaube ich. 22 haben wir noch. Ah, da fehlt mir natürlich Rotwein mit Melone. Lammfleischrippchen, die können wir annehmen und Rindfleischrippchen können wir annehmen. Lammfleisch und... Machst du das Feuer an? Ja. Lammfleisch und Rindfleisch. Rindfleisch und Lammfleisch haben wir auch noch mal, sehr gut. Butterbier ist auch fertig. 27 Porterbier, war das eine Aufgabe, die ich hatte? Nee. Dann kann das auf jeden Fall hier runter reifen. Bockbier ist fertig. Was kommt da rein? Okay. Da haben wir wieder 27. Jetzt der Käse müsste eigentlich auch fertig sein, ne? Emmentaler haben wir auch nicht.
So, warte mal, hier haben wir 27, da haben wir 27, da haben wir Emmental. Blauschimmelkäse haben wir nicht. Achso, den habe ich ja hergestellt, okay. Der ist ja ungereift gewesen, ja. So, dann machen wir 27 da rein. 13 hier rein und den Rest da rein. Wunderbar. Der Tag ist gleich auch schon wieder vorbei, wenn ich das richtig sehe. Meine Rippchen sind aber auch gleich fertig. Sehr schön. Gucken wir mal meine Erfahrung, bitte. Einmal ganz kurz hier gewischt. Rippchen abgegeben. Sehr schön. Die bekomme ich auch hier rein. Super, da ist sogar noch ein bisschen was frei jetzt, ja? Ne, du willst keinen Vogelkeks mehr, ne? Ich habe dich schon zweimal gefüttert heute mit dem. Alles klar. Braunbier ungereift. Machen wir noch ein bisschen Biskuitbier? Ne, Schwarzbier haben wir noch. Schwarzbier haben wir nicht mehr. Apfelwein haben wir auch nicht. Bisschen Lagerbier. Und Porter mit Erdbeeren, würde ich sagen. So. Ungereift. Wenn man sich abgeben, muss ich schauen, ob ich vielleicht noch irgendwo ein bisschen Platz habe, dass die 27 da durchfluppen. Ist alles ungereift hier, ne? Das Met kann ich aber mitnehmen. Da kommt das da rein. Bockbier. Jung. Irgendwo habe ich noch was ungereiftes. Bockbier, Whisky, Biskuit. Da ist Emmerbier ungereift, genau. Porterbier kann ich auf jeden Fall auch mitnehmen. Gereift. Jung. Bockbier, okay. Haben wir wieder ein bisschen was. Gehen wir gleich nochmal schauen und dann ist der Tag schon wieder rum. Dann müssen wir auf jeden Fall ins Bett wieder. So, da ist nichts drin, da gibt man Porterbier rein. Da ist nichts drin, da gibt man Bockbier rein. Da ist noch was drin. Hier kommt das hin, da sind 9 drin, da kommen die rein und da sind 10 drin. Wunderbar. Können wir sogar noch ein bisschen Essen machen. So, mal schauen, das ist gerade sehr angetan. Hier Tee haben wir nur noch 7. Minze. So. Herzhafte Pastete haben wir 0. Da haben wir 22, so eine Spieße brauchen wir noch. So. So, sehr schön. Machen wir den noch und machen nochmal den. So, ich würde sagen, Kneipe schließt. Packen wir die da rein. Dann haben wir noch einen Platz frei. Können wir den anderen Käse reinpacken, denke ich mal. So, das hier, das war Tee. Okay, der ist schon fertig, aber meine Kneipe schließt ja eh, von daher ist es nicht... Achso, warte mal, Tee muss ich ja auch hier reinpacken. Okay, hier ist aber alles noch voll, das ist in Ordnung. So, streicheln. Aber meine Wischmops machen ja eigentlich ihre... Machen ja eigentlich ihre Arbeit, ne? So. Da haben wir noch 2 gemacht. Sehr gut. Erfahrung nehmen wir mit. Die weißen Trauben müssten morgen alle sein. Hier hätten wir jetzt noch 2 Bäume. Die lasse ich mal stehen. Hier hätten wir jetzt noch ein bisschen Kohle. Die Kohle sammeln wir auf jeden Fall ein. Da haben wir noch Platz im Inventar. Ja, 62 ist nämlich ganz schön wenig. So, jetzt muss ich meine Tiere reinlassen.
Ihr könnt auf jeden Fall, ihr sollt nicht draußen schlafen, ihr werdet nur krank, das ist nicht gut. Ich habe nämlich nur noch eine Spritze für euch. Viermal Lammfleisch, Rosi. Brauch dein Lammfleisch, es tut mir leid und du wolltest nicht reingehen. Du wolltest nicht reingehen, das tut mir sehr leid, meine Liebe. So, jetzt habe ich nämlich wieder 5. Und den Tee muss ich ja auch abgeben. So, das haben wir, das braucht alles noch. Der Käse braucht auch noch ein bisschen. Gib mal das Essen noch ab und dann ist es um 1, dann gehen wir... So. Gehen wir schlafen. Ah, ne, der ist noch fertig, die können wir noch reinschmeißen. Der kann noch reifen. Da geht's schon los, da haben wir morgen vielleicht sogar noch was. Ah, da. Da reift schon der gleich. Okay, ihr Lieben, das war's. Ich hoffe, wir sehen uns im nächsten Part wieder. Lasst einen Daumen nach oben da. Bis zum nächsten Mal, euer Basti. Tschüssi.